Das nächste Modul ist das S723DE, der Stahl-Stiel-Anschluss, gelenkig nach Komponentenmethode. Hier haben wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Typen. Einmal den aufgelegten T-Stoß, den wir auf der Seite sehen, hier in der Mitte, und den seitlich angeschlossenen T-Stoß. Beide könnten wir alternativ auch mit einem geneigten Riegel ausführen. Das sieht so ähnlich aus wie unser Modul 682DE. Nur der große Unterschied eben ist, dass es sich hier um einen gelenkigen Anschluss handelt. Das heißt, die Stirnplatte, die wir hier anordnen, ist kleiner von den Abmessungen. Es sind weniger Schraubenreihen vorhanden. Und die Stirnplatte, die geht immer nur bis zum Beginn der Ausrundung. Die geht nie drüber hinaus. Die Flansche werden nicht angeschlossen. Das würde ja dazu führen, dass wir dann einen biegesteifen Anschluss haben. Und genau das wollen wir an der Stelle ja nicht haben. Wir wollen ja erreichen, dass der Anschluss tatsächlich gelenkig ist. Eine Besonderheit von diesem Modul ist auch, dass das angeschlossene Bauteil auch gedreht angeschlossen werden kann. Also mit dem angeschlossenen Bauteil bezeichnen wir bei dem seitlichen, bei dem Riegelanschluss, den Riegel. Ja, der Riegel, der kann einmal, wir sehen es hier in der Ansicht, ist oben und unten der Flansch. Hier schauen wir auf den Steg, das heißt, der Flansch zeigt auf uns zu. Und das können wir genauso mit der Stütze bei dem anderen Anschluss machen, sodass wir im Grunde genommen vier grundsätzlich unterschiedliche Varianten machen können. Man muss auch darauf achten, dass bei dieser gedrehten Ausführung man nie mit einer Schraubenreihe auskommt. Das kann man sich geometrisch durch die Lage der Stege mal überlegen. Mit einer Reihe würde man dann in dem anderen Bauteil direkt im Steg liegen. Also es geht nicht. Das müssen immer dann mindestens vier Schrauben sein, mit denen man das Ganze anschließt. Die Belastung, die wir aufbringen können, ist die Normalkraft und die Querkraft, wobei die Querkraft dann immer in die Haupttragrichtung des angeschlossenen Bauteils zeigt. Also immer in Richtung des Steges. Mit dem Steg wirkt die Querkraft. Ist ja auch klar, man dreht das Bauteil ja in eine bestimmte Richtung, weil es in dieser Richtung auch die größte Kraft bringt. Also, und deswegen weisen wir diese Kraft dann entsprechend auch nach. Wir verbinden damit stets I-Profile, die können wir aus den Stammdaten übernehmen, oder wir können geschweißte Profile vorgeben, bei denen wir die Abmessungen von Steg und Flansch sowie die Schweißnähte dann manuell festlegen, sodass wir dann ganz flexibel in der Ausgestaltung der einzelnen Profile sind. Weiterhin müssen wir die Stirnplatte festlegen. Hier geht es um die Dicke, um die Abmessungen und um die Schweißnähte. All das kann man an der Stelle auswählen. Es gibt Stellen, da können wir auch auf automatische Abmessungen zurückgreifen. Das gilt dann später auch für die Anordnung der Verbindungsmittel. Hier gibt es auch immer Mindestwerte und manuelle Werte. Wenn wir automatisch nehmen, dann versuchen wir immer, alles möglichst klein und auf Mindestwerte zu reduzieren. Wenn wir manuell wählen, können wir dann natürlich entsprechend eingreifen. Ja, als Verbindungsmittel haben wir die normalen Stahlbauschrauben, Durchmesser 12 bis 36 mm, Festigkeitsklassen 4.6 bis 10.9. Die Nachweise, die wir führen, sind nach Komponentenmethode. Diese Folie, die sieht eigentlich so ähnlich aus wie die bei dem biegesteifen Anschluss. Der Aufwand ist auch etwa der gleiche, den man rechnerisch treiben muss. Es sind sehr viele Komponenten zu berücksichtigen. Ich habe sie jetzt hier mal alle aufgelistet. Wir sehen auch den Ausdruck. Das ist ganz ähnlich, nur was eben wegfällt, ist die Biegetragfähigkeit, der Anschluss der Flansche und die äußeren Schraubenreihen, die es hier eben nicht gibt. Aber ansonsten ist es eine ganz ähnliche Geschichte wie eben auch bei dem Anschluss für den biegesteifen Anschluss. Wir weisen natürlich zusätzlich noch die Verbindungsmittel nach, die Schrauben auf vorzeitiges Versagen, auf Abscheren und Zug oder auf Lochleibung und auch die Schweißnähte auf vorzeitiges Versagen und den Spannungsnachweis. Eine wichtige Ausgabe ist auch die Rotationskapazität. Das sehen wir nochmal auf der vorigen Folie hier oben.
Das ist der mögliche Drehwinkel, der mit solch einem Anschluss erreicht werden kann. Also wenn man jetzt eine Verformungsberechnung mit einem Stabwerksmodul macht und würde dann an der Stelle des Anschlusses einen größeren Drehwinkel berechnen, dann muss man eben an dem Anschluss nochmal nacharbeiten und muss dann schauen, dass er eben diese größeren Verformungen aufnehmen kann. Aber Verformungen bis zu dieser Größenordnung kann dieser Anschluss, so wie er ist, aufnehmen und entsprechend darf er dann auch als gelenkig angesetzt werden.